Bullseye. Ich weiß nicht, was wir mit dem machen, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Moser, da ist er. Ja. Erstmal Grigoric als Mentor, als Torwart. Wer kennt nicht unseren Starkeeper Grigoric? Oh, jetzt gegen Leverkusen. Das wird interessant, tatsächlich. Das könnte interesting werden. Oha, was ist denn mit den Mentoren jetzt los? Trainingsziele gehen aber anders ab, wa? Jetzt kommen wir vielleicht mal gucken nach den Verträgen. Für die Jungens. Geh weg. Da haben wir noch einen. Das ist der vom Kiesling, glaube ich, der Estländer, ne? Nee, Quatsch, in Estland haben wir so bekommen. Kiesling war der Stürmer, Stockreiter. Der war auf dem Kiesling. Yes. Ich würde den halt schon eher in der zweiten sehen, dann bin ich ehrlich. Das ist halt das Ding. Ich weiß nicht, ob. Kann sein, dass das halt das Ausschlaggebende ist, weshalb die sagen: nee, zweite sehe ich mich gar nicht. Also, wenn sie jetzt wieder ablehnen, dann. Ne? Dann kriegen sie halt vielleicht einen Vertrag für die erste. Heißt ja immer noch nicht, dass sie in den ersten spielen müssen, ne? Dann können wir sie immer noch runter versetzen oder so. Dann sind vielleicht ein bisschen mad. Keine Ahnung. Ist halt dann so. Aber gucken wir dann. Vielleicht verleihen wir sie ja sowieso. Dann kann sein, dass er fast keinen Unterschied macht, ne? Dass wir sie dann maximal nur in die zweite runtersetzen, um sie dann von dort zu verleihen. Kannst du ja genauso haben. Bam, 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 bam. So. Und dann geht's gegen Leverkusen. Hinspiel haben wir verloren. 1-0. Ah, Patrick Schick. Ich erinnere mich. Rückspiel können wir uns rächen, ist die Frage. Ultra eng, was die Mannschaftsstärke angeht. Der Heimvorteil macht es vielleicht wirklich komplett even. Wobei natürlich die Form wahrscheinlich eher auf der Seite von Leverkusen ist. Die käme mit der gelben Karte. Das ist ein Patrick Schick. Der Hund. 7 Tore hat er gemacht die Saison. 2 gegen uns. Kann sich nicht ausdenken. Schade. Nee, keine Ahnung. Soll er. Soll Mertes Acker machen. Come on, Ausgleich. Yes. Wo Jong Jong. Ja, super. Patrick Schick, der Kleine. Warum macht mich Patrick Schick so sauer? Warum tust du das? Come on, Leute. Wo ist der Ausgleich? Ich hoffe nochmal den Ausgleich und diesmal ohne direkt ein Gegentor zu fangen. Glanzpartei der Hradecki. Und Hradecki? Lies Petersen, 90. Moment, ist Hradecki Leverkusen? Ja, passt schon. Irgendwie kam mir das jetzt vor, als wäre das nicht richtig. Also als wäre er da normalerweise nicht. Ja gut, Unterschied ist in Ordnung. Ne? Wir halten den Punkt Abstand. Wir haben immer noch 3 auf Hoffenheim. Wir haben zwar jetzt 5 auf Wolfsburg, aber ja. Wir halten uns safe auf dem 7. Platz, wie wir gerade in der Grafik gesehen haben. Sehr schön. Gladbach? Ui, Gladbach auf der 9. Ui. Aber wir sind 3 Spiele ungeschlagen, I guess. Wenn man da jetzt irgendwie eine Serie draus machen will. Spencer Real Betis Januzaj zu Leverkusen. Ich warte nur darauf, dass Moukoko da irgendwo auftaucht, ne? Hm.
Are you ready for the best and brown of your life? Okay. Das haben schon mal einige, drei akzeptiert. Ich glaube, nur einer hat es noch abgelehnt. Ich glaube, das waren vier Angebote, ne? Das ist schon mal gut. Das ist doch schon mal gut. Neue Jugendspiel entdeckt. Sorry, aber die von Subotic sind immer scheiße, ne? Ganz ehrlich. Irgendwie sind die von Subotic immer schlecht. Aber ich glaube, diese schlechten, die sind dann die vom Jugendtrainer. Und die, was die Scouts finden, sind eigentlich ganz gut. So. Im Groben, ne? Scheint mir so. Roverdi ist jetzt der eine, der noch offen steht, quasi. Ja. Ansonsten sieht das doch ganz solide aus. Dann kriegen wir ein paar Jugendspieler hoch nächstes Jahr. Ob wir die dann verleihen, behalten, wie auch immer, sehen wir dann. Aber es ist schon mal ein guter Start. So, Gladbach. Ein Scout hat nichts zu tun. Ist das Blickfeld jetzt durch? Yes. Kann auch eher wieder auf Jugend-Scouter-Sachen gehen. Kuku hat noch nichts unterschrieben. Auch keine Vertragsverlängerung. Hey, realistisch wäre alles bis auf Mokoko, ne? Javi ist halt einfach bodenlos teuer, ne? Wirklich bodenlos teuer. Sucic wäre halt eine Option, ne? Auch Luca Netz, wobei der ein bisschen teuer ist. Handwerker. Ne, Handwerker können wir eigentlich rausschmeißen, ne? I couldn't cut it as a poor man stealing. You remind me. Theoretisch könnten sie noch dazugekommen sein. Praktisch aber nicht. Weil ja manche Vereine. Also manche liegen im Winter Upgrades bekommen, weil das Ganzjahressaison sind. Ah, worth breaking. Na, theoretisch kann auch da ein Upgrade dabei gewesen sein. Habe ich zwar, glaube ich, noch nie gehabt. Weiß ich gar nicht. Oder so selten, dass es noch nie aufgefallen ist. Aber ist möglich. Aber meistens ist halt irgendwer aus den Top-Ligen, ne? Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Neuner hast in irgendeiner Liga, die im Winter abgewertet wird, ist schon nicht so hoch. Weil die halt generell nicht so krass in die liegen. Griechenland ist, glaube ich, auch dabei. Island war dabei. Die MLS müsste dabei sein, zum Beispiel. Saudi-Arabien wahrscheinlich auch, I guess. Come on. Geht da was? Also ist das Spiel langweilig, Digga. Holy shit, das wird wieder ein 85. 1-0 für Gladbach. Da hatten wir schon irgendeins in der Hinrunde, ne? Es wird einfach ein fucking 0-0. Naja, grundsätzlich ist 0-0 gegen Gladbach nicht so schlecht. Grundsätzlich ist das ja nicht so schlecht. Auch wenn Gladbach aktuell 9. ist. Mainz geht vorbei. Hoffenheim droppt runter wegen dem Punkt. Oha. Reus führt die Torschützenliste an mit 12 Toren und 9 Vorlagen. Definitiv Topscorer. Oha, Reus einfach mit der Saison seines Lebens gefühlt, ne? Das wird auch gefühlt die letzte sein. Also nicht die letzte, aber eine der letzten. So, Mokoko verlängert. Bis 25, also 2 Jahre. Ist nicht mega lange, aber reicht natürlich für Dortmund, dass er nicht ablösefrei gehen wird. Danilo zu Barcelona. Philipp Max zu Wolfsburg. War der nicht bei Wolfs? Bei Augsburg war der. Aber ein guter Preis. Saar zu Newcastle. You remind me.
Dann wieder als nächstes Hoffenheim. Auch die, ne? In and around unserem Platzierung. Oh, lehnen wir die Euroleague auslösen im Achtelfinale. Wer ist jetzt noch in deutschen Mannschaften dabei? Nix. Sind die alle in der Zwischenrunde rausgeflogen jetzt? Da sind einige runtergekommen, ne? Ein oder zwei sind noch runter. Oha. Union ist weitergekommen. Die werden halt gegen irgendwen aus der Champions League verloren haben. Und da sind auch ein oder zwei aus der Champions League runter, glaube ich. Ich hätte gerne... Oh Gott, Midtjylland hätte ich gerne gehabt. Salzburg würde ich nehmen, ansonsten bitte Brügge. I guess. Dann bitte Brügge. Ansonsten sind wir halt raus. Feyenoord würden wir noch nehmen. Feyenoord ist auch okay. Nehme ich. Vielleicht noch Fenerbahce. Mir gefällt nicht, wer da noch übrig ist, ne? Vor allem, dass da drei Engländer dabei sind. Atletico, bitte gegen den Engländer. Danke, das ist schon mal gut. An deinem PSG noch gegen den Engländer und dann stehen die Chancen okay. Ja, ein Engländer. Muss ein Engländer werden. Man United oder Tottenham. Ansonsten sind wir raus. Ist cool. Ist cool. Das, ja. Ja, war schön in der Euroleague, ne? War schön in der Euroleague. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Mann. Warum denn auch Tottenham? Haben wir da irgendwo einen Mentor? Da. Da ist Mentor. Nicht das Mikrofon, Bernie, bitte. Bitte nicht das Mikrofon. Sonst muss ich dich werfen. Mit Schwung. Ja, nick dich hin. Och, nee, nicht in den Kader. Nicht in den Kader. Oh, ich schicke schon wieder 6 nach Hause. Oha, Digga, was ist denn hier los in der B? Wo kommen die denn alle her? Okay, jetzt wird's wild. Nee, Meier kommt weg. Marusenko auch. Kubat auch. Meier, Marusenko und Kubat kommen weg. Das sind alles keine schlechten Trades, aber auch keine hilfreichen. Also jetzt nichts so was ultra schlechtes, ne? Aber dadurch, dass wir so viele Sechser in der B haben, können wir da, glaube ich, so wählerisch sein, um da zu sagen, Digga, nee. Digga, nee. So. Hoffenheim is next. Jugendscouts kurz supporten. Yes, sehr schön. Wieder Knoten lernen. Und dann, bevor wir gegen Hoffenheim reingehen, speichern wir mal. Ja, du musst nochmal. Machen gleich nochmal kurz eine Toilettenpause und dann sind wir gleich wieder am Start. So ein Ding ist das. Wie lange haben wir? Oha, haben wir schon lange nicht mehr gespeichert. Eine Stunde? Ja, erstmal 3 Stunden nicht gespeichert. Sehr schön. Sehr schön. Aber dafür haben wir Autosave alle 7 Tage, ne? Dafür ist das ja da. Bis gleich. Den ganz schicken, wichtig, ne? Weil wir haben nur noch 92%. Schü. Okay, seid ihr auch so? Boah, weiß nicht. Ist bei mir ganz schlimm, ne? Mein Handy ist dauerhaft angesteckt. Wahrscheinlich ist deshalb immer der Akku im Arsch. Wobei der Akku gar nicht so im Arsch ist, um ehrlich zu sein. Akku ist eigentlich noch ganz gut. Egal. Hoffenheim. Bam.
Rainer Jalla. Komm, und da wird es ein Sieg wichtig gegen Hoffenheim. Bebu, der hat auch. Nee. Ich sag da nichts. So, wir gewinnen heute einfach. Let's go. Kevin Schade macht gleich noch 3 Buden und dann ist das Ding gedreht. So läuft das. Wir müssen dann langsam mal anfangen, vielleicht mit dem Drehen. Sonst wird das vielleicht nichts, ne? Ich sehe schon, das wird eine kritische Rückrunde. Habe ich so das Gefühl. Weil wir jetzt in einigen Spielen, in denen wir vielleicht Punkte hätten holen sollen, dann eher so Punkte hätten liegen lassen haben. No? Bin mir nicht sicher, ob wir nächstes internationales Spiel werden. Wie gesagt, gerade für das Budget wäre das natürlich nice. Ansonsten ist es nicht so dramatisch. Vielleicht dann besser für unser Bundesliga-Finish. Aber für die Budgets vielleicht ein bisschen suboptimal. No? Gucken wir mal. Ja, Bayern wirst du spielen im Winter, das wundert mich nicht. Und jetzt, boah, jetzt kriegen wir halt fett auf den Sack. Jetzt kriegen wir halt richtig fett auf den Sack. Also so anders auf. Nee. Jetzt werden wir einfach vernichtet. Wird's zweistellig? Das ist die Frage. Wird es zweistellig? Wir werden es rausfinden. Und die zweite müsste gleich mal langsam. Die Jugend müsste langsam mal wieder Fußball spielen, glaube ich. Februar sind wir schon, beziehungsweise im März bis zum nächsten Spieltag für die, glaube ich, weil die irgendwie so Dienstag, Mittwoch oder so spielen. Bebu uns gerade abgeschossen hat. Also 1-0 abgeschossen. Können auch nach dem Spiel gucken, mal, wenn ich daran denke, wie die Zwischenrunden ausgegangen sind. Was so bei den deutschen Teams passiert ist, aber wie gesagt, in der Euroleague lief das nicht sonderlich gut, ne? Wie erwartet spielen jetzt die Jugend denn wieder. Sehr schön. Da wieder ein bisschen Nachschub, weil er die B definitiv Nachschub braucht. Kappa. Möchte noch nicht wieder. Bist du so ugly? And I just can't hold it. Das ist neuer Einzelspieler. Tim Treude kommt raus. Psst, weg mit dir. Und tschüss. So, Leute, PSG, ganz ehrlich, wenn er das Ding gewinnt, kriegt er 50.000. Wenn ihr das Ding irgendwie gewinnt, 50.000 Siegprämie. In Paris könnt ihr haben. Safe. Viel Spaß. 1-0, Vitinha. So ein Ding ist das. Fabian. Ex-Napoli-Mittelfeldspieler. Ich glaube, ich spiele mit B11. Wobei Neymar ist auf dem Platz. Neymar hat beide Tore vorgelegt. Ja, und Gelbrot. Ja, komm. Komm, lass stecken. Ganz ehrlich, lass stecken. Wer hat ein Gelbrot kassiert eigentlich? Jong, natürlich. Jong kassiert auch dauernd Gelbrot. Das Tor war Kylian Mbappé. So, wir werden mit der B reingehen ins nächste Spiel, safe. Zwischenrunde, Salzburg schmeißt Budapest raus, Brügge Zagreb. PSG hat Rom rausgeworfen. Atletico wirft Braga raus, Benfica Nantes. Union ist gegen Marseille rausgeflogen, Frankfurt gegen Feyenoord in der Verlängerung. Uiuiui. Uiuiui. Champions League? Achtelfinale? Leipzig liegt hinten gegen Juve. Leverkusen liegt vorne gegen Chelsea. Bayern liegt vorne gegen Sporting, ist zu erwarten. Ja, 3 sind dabei. Für 2 sieht es gar nicht so bad aus. Conference League. Zwischenrunde haben wir Deutsche. Sturm Graz ist weiter. Sehr schön. Also, es sind nicht Deutsche, ist mir bewusst, ne? Aber es ist Sturm Graz. Und im Achtelfinale haben wir. Da musst du irgendwo in Deutschland dabei sein. Köln. Er liegt hinten gegen Malmö. Klasse. Klasse, Leute. Deutsche 5-Jahres-Wertung dieses Jahr einfach so nicht so. Ne? Einfach nicht so. Komm, und jetzt gegen Mainz, direkter Konkurrent geworden tatsächlich. Spielen zurzeit ganz gut.
wäre es umso wichtiger, wenn wir da jetzt irgendwas reißen würden, ne? Jong hat einfach eine beschissene Form, Doha wird spielen. Jong bleibt zu Hause. So eine Form hat er. So eine Form hat er gerade. Lien hat auch eine schlechte Form, aber das Lien hat, der reißt sich wieder. Schade, bleibt mal draußen und Höhler startet. Machen wir so. Das machen wir so. Wir schießen uns jetzt den Frust vor dem Spiel gegen PSG von der Brust. Also, das behaupte ich jetzt. Walking in your shoes. Every step that I take is another mistake. So, zweite Mannschaft, ne? Wo wir gesagt haben. Aber tun wir in die zweite gucken, vielleicht für Spielgespräche, wenn wir mal ein, zwei übrig haben. Bam. Frustration haben wir. Doan und Griffo. Schießt er die nicht? Aufgaben. Griffo. Hä? Ich nichts verstehen. Schießt du doch alle. Guti, dann gegen Mainz. Ja, Doan, du willst offensiv ausgerichtet spielen, dann spiel doch mal offensiv ausgerichtet und schalle die weg. Was hältst du davon? Jonathan Burka, Tor Nummer 13. Könnt ihr damit echt Top-Torschütze sein aktuell? Zumindest ist er oben dabei. Das ist safe. Gelb für Doan. Du musst jetzt nicht den Jong machen. Burka mit 14. Leute. Jawohl. Anschluss der Verhöhler. Come on. Ist noch alles drin, Leute. Ist noch alles drin. Come on. Gute zweite Halbzeit. Direkt gelb. Direkt gelb von Jonathan Schmid. Ich habe das Bedürfnis, den Vertrag mit Jonathan Schmid aufzulösen. Weil er ist sich ja sowieso zu fein, für uns zu spielen. Und dann spielt er auch noch Scheiße. Ne? Leute. Okay, jetzt definitiv zweite Garde gegen PSG. Definitiv. Pavard verlängert, Hernandez verlängert, Busquets, Depay, Bellerin, Can, Brandt, Hummels. It's a hurricane, it's over. So, Jonathan Schmid, du machst erstmal einen Abflug. So ein Ding ist das. Nee, warte. Anders. Hier darf er spielen tatsächlich, weil zweite Garde. Doan darf spielen, Salah, das ist okay. Röhl auch, Reiz wird spielen. Gulde und Schlotterbeck werden spielen. Itter wird spielen. Und Höhler, Grigoric werden spielen. Nee. Petersen, Grigoric werden spielen. Ja. Machen wir so. Das machen wir so. For the glory. Ich sehe jetzt mal einen Neuner, der mir yes. Endlich, aber ne, den Neuner haben wir schon. Das ist ja kein Neuer. Back to one. Ricky Ziegler. Geldhauser wird rausgeworfen. So, der einzige. Nach Hause Chicken.
Yeah, it's serious. Wir sehen das jetzt einfach als friendly, skippen das durch, ne? Also, ne? Weil, ne? Obvious reasons. Naja, immer noch ein Tor gemacht, ne? 2-1 wäre das Tor gemacht. Nils Petersen, natürlich, der Euroleague Petersen. Wer auch sonst. Damit sind wir raus, aber, ne? Das war jetzt warten. Rom hat mal kurz Salzburg zerlegt. Huch. Aber dieses andere Huch. Ja. Betis, Menu, Fenerbahce, PSG, Atletico, Real Sociedad, Lazio und Benfica sind durch. In der Champions League sind durch Liverpool, Juve, Leverkusen zu 0 gegen Chelsea, Barcelona, Bayern mit 5-0 im Rückspiel, uiuiui. Inter ist durch zu 0 gegen Monaco, AC Mailand ist durch und City ist durch. Und in der Conference League die hier, Riga, die anderen hier, die hier, sag mal, ich kenne gefühlt keins von den Sligo Rovers, die sind aus Irland, die kenne ich. Dann hört es aber auch schon wieder aufgeführt, ne? Achso, weil wir in der Quali-Runde, Digga, soll vielleicht auch im Achtelfinale gucken, eieiei, schwierig. West Ham ist durch. Dynamo Kiew, Sturm Graz ist durch, sehr schön. Villarreal ist durch. Die Young Boys gegen Stade Rennes. Florenz ist durch gegen Gent. Köln ist durch gegen Malmö, dreht das Ding, sehr schön. Und Hearts of Midlothian ist durch gegen Nizza. Tough, aber irgendwie haben sie es getan. So, ja, Schmied, du hättest sowieso nicht gespielt, bin ich ehrlich, ne? Du hättest sowieso nicht gespielt, ganz ehrlich nicht. Ja gut. Subotic hat wieder einen entdeckt, dann ist er scheiße. Irgendwie immer, ne? Bin ich ehrlich. Aber macht ja nix. Lass mal rein spielen. Wenn Röhl so eine schlechte Form hat und hier darf Doan. Ja, einfach mal um die mit der schlechten Form mal eine Pause zu gönnen, sag ich mal, ne? Nächste Saison, komm, zweite Mannschaft. Wieso möchtest du nicht in die zweite Mannschaft? So, komm. Ich sehe halt keinen Grund, in die erste zu holen direkt. Wenn er dann sowieso nur mad ist. Wir werden ihn ja wahrscheinlich sowieso verleihen. Letztendlich macht es für ihn doch keinen Unterschied, ob ich ihn jetzt aus der ersten raus oder aus der zweiten raus verleihe, ganz ehrlich. Das macht für ihn einfach keinen Unterschied. Ich müsste ihm einfach sagen können, Digga, hey, ich hole dich hoch. Du wirst ein, zwei Jahre verliehen und dann sehen wir weiter. Dann wird er vielleicht. Oh, okay, wir müssen eine Höhle zu Hause lassen, sonst ist er wieder noch verwirrter oder verliert Vertrauen. Ich habe jetzt aus Versehen gesagt, dass Höhle eine Pause kriegt. Dann spielen wir schade und nehmen halt gute Münzen noch. Hoch. Uff. Wollte ich nicht, aber gut. Come on, zu Hause gegen Hertha, Leute. Bitte, bitte, jetzt mal vielleicht die Kette. Serda mit dem 1-0. Die Kehrtwende in der Superform wäre mal echt schön. Schade und Gregorisch, beide Stimmen mit der gelben Karte. Das riecht schon wieder nach Gelb-Rot. Ne? 1-1, ja, Kevin, schade. Yes, 6. Tor in der Saison. Ich glaube, es wird nicht mehr als gesichertes Mittelfeld, da bin ich ehrlich. Lienhardt ist wieder verletzt. Ist der verletzungsanfällig oder so? Ist er doch nicht, oder? Nee, ist er voll nicht. Ist er voll nicht. Könnte man aber meinen. Könnte man wirklich glauben. Rot für Hertha. Wir werden so FM'd jetzt. Jetzt kriegen wir auf den Sack. Hertha ist zu 10. Wir werden kein Tor mehr schießen. Ist jetzt gefühlt unmöglich. Ne? Also ich bin nicht überrascht. Ich bin nicht überrascht. Wir gehen auf die 9. Burkhardt ist übrigens Platz 1 in der Torschützenliste. Jetzt gegen Bayern. Eieiei. Lienhardt 4 Tage. Bayern unter der Woche? Nee.
Immerhin haben wir ein bisschen Pause. Na gut, jetzt sind wir sowieso Euroleague raus, ne? Im Pokal sind wir sowieso erste Runde rausgeflogen. Jetzt gilt es halt, ein bestmögliches Finish in der Bundesliga hinzulegen. Wir sind bisher die Einzigen, die Bayern besiegt haben, ne? Glaube ich. Also ich weiß nicht, ob sie mittlerweile noch eins verloren haben, aber wir waren es bis vor 5 Spielen oder so. Die Jugendspieler akzeptiert jetzt endlich, sehr schön. Damit haben wir jetzt alle Jugendspieler, die auslaufen. Einem Vertrag untergejubelt. Höfler ist halt echt bitter, ne? Höfler fehlt tatsächlich im Mittelfeld. Das merkt man dann doch schon ganz gut, dass der fehlt. Französisch, Spanisch, Genie, das ist gut. Das nehmen wir so mit. Hoch. Das nehmen wir mit. Den können wir gebrauchen. Was heißt können wir gebrauchen? Aber aus dem kann man was werden. Aus dem kann man was werden. Philipp Herrmann, nö. Georgios Christopoulos, leider nein. Leider gar nicht. Vielleicht, weiß ich nicht, versuchen wir es mit einem... Boah. Nee, lasst uns jetzt nicht schon wieder an den nächsten Save denken. Wir wollen hier erstmal versuchen, mit Freiburg gefühlt nicht abzusteigen. Also, ne, so schlimm ist nicht. Senur kommt weg. Fitter auch. Da gibt es Leute, die sind bestimmt fitter als er. Egal wie viel fit du bist, Joel ist fitter. Entschuldigung. Ich höre schon auf. Ich verkann. Ja, komm, komm. Ist ja gut. Vier Frustrationen, ja. Ich glaube, einer davon bin ich mit der aktuellen Form. Wir haben in den letzten 5, 6 Spielen 4 Niederlagen, 2 Unentschieden. Das ist jetzt nicht das, was das Ziel ist. Ich meine, die Platzierung ist noch okay, ne? So von der Liga-Platzierung her ist noch so, ja, ist keine gute Saison, aber könnte auch deutlich schlechter sein. Aber die Form ist halt absolut bodenlos. Huch. Ja, zum Glück stelle ich nicht auf, wenn ich schon wieder Leuten Pausen gönne. Huch. So, erste Hilfekurs, wichtig. Jugendscout unterstützen, auch wichtig, oder? Yes. Und dann ab gegen Bayern. Come on, Leute, come on jetzt. Ja, Bayern hat nur ein Spiel verloren und das war gegen uns. Wir werden es nicht nochmal tun, aber immerhin haben wir bisher die Ehre, das einzige Team zu sein, das Bayern geschlagen hat. Also wenn sie nur das eine Spiel verlieren diese Saison, dann haben wir ihnen die Invincible Season kaputt gemacht. Ausgleich Kevin Schade. Kevin Schade gleicht aus Leroy Sané, also das 1-2 gemacht. 2-1 Thomas Müller. Ja. Gut, ne? Wäre auch zu schön gewesen, wären wir zumindest mit dem Unentschieden in der Halbzeit. Come on. Vielleicht Nils Petersen, der Ex-Bayern-Spieler? War mit dem Ausgleich? Ja, würde ich schon fühlen. Würde ich fühlen, bin ich ehrlich. Komm, Nils. Nils Patterson, do it. Tu es. Hat keinen Bock. Bayern bekommt die Rache. Wir sehen uns im Rückspiel. Wir gehen wieder auf die 10 runter. Ist ganz schön. 2 Punkte nach vorne. Nur Tordifferenz nach hinten. Und dann 6 Punkte auf Leipzig. Ne? Es wird langsam breit gefächert, punktetechnisch im Mittelfeld. Macht es nicht einfacher. Zumindest nicht nach vorne, ne? Na komm. Man gönnt sich ja sonst nichts. Neue Brüstungen, natürlich. Verwirrt aber glücklich. Ja gut, den habe ich ja nicht aufgestellt, ne? Treumuskelfaserriss, das ist bitter. Wir machen hier Pause, ne? Wir machen hier Pause, vielleicht mal resetten, vielleicht die Moral ein bisschen, ne? Vielleicht mal einen Vergnügungspark fahren oder so. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Das können wir machen. Das wäre eine Idee. As I'm scream, aim and fire.
Ne? Vielleicht einfach mal einen Vergnügungspark fahren. Einfach mal, um zu sagen, komm, die nächsten Spiele werden besser. So ein Ding. Lienhardt mit dem Tor, Gregoritsch mit dem Tor, yes, die Österreicher schallern rein. Come on. Ich kenne jemanden, der wäre da sehr stolz drauf. Stimmung verbessert sich um 2 Punkte. Yes. Und gewinnen alle 5 Moralpunkte. Come on, die Stimmung ist gut. Die Stimmung ist gut. Und das ist die beste Voraussetzung, um gleich Bremen an die Wand zu spielen. Wer ist davon noch genauso überzeugt wie ich? Keiner? Gut. Ich weiß es nicht. Player, Spieler des Monats. Senkrecht Start haben wir keinen dabei. Ich wollte mal gucken, wie alt die Leute so sind, aber wir haben keine, nicht viele Junge dabei, ne? Röhl ist der Einzige. Schade und Jong vielleicht noch. Sind die Einzigen, die halbwegs jung sind. Schmid kommt raus, ne? Auch witzig, dass Schmid aber immer noch keinen Vertrag unterschrieben hat für irgendwen, ne? Anscheinend ist es nicht gut genug, dass ihn irgendwer haben will. Würden wir jetzt gerade gefragt, ob wir den rauswerfen wollen, weil der nachtragend ist und so, ne? Weil das, weiß ich nicht, in der B würden wir ihn rausschmeißen. Aber wir haben in der A nicht so viele Jungspieler, als dass wir es unbedingt müssten, glaube ich. Und das ist nicht so dramatisch. Aber eine B hätte es wahrscheinlich schon getan, ja. Oder einfach irgendwie 70 Spieler mehr haben. Also auch schon 6 Sterne aufwärts, ne? Ja. 7er, sehr schön. Sehr schön. Der 2. aber schon. Das ist ein bisschen bitter, ne? Das ist ein bisschen bitter. Glaube ich, ist das der 2? Nee. Nee, das ist der. Das ist der, okay. Passt dann. Dachte schon, der clasht jetzt auf der Linksverteidigerposition 2-7er. Aber alles tutti. Alles tutti. Grifo hat hier irgendwie gut trainiert. Gregoritsch hat gut trainiert. Höla. Sehr schön, sehr schön. Ja gut, haben wir nicht, ne? Prüfung haben wir anscheinend nicht geschafft, ne? Was ist denn eigentlich HDI? Kennt das irgendwer? Ich nicht. Prüfung noch 10 Tage. Also so langsam geht er wieder Richtung, könnte bald wieder fit sein, ne? Also auch nicht unwichtig, weil halt Röhl weiß ich nicht. So wirklich durchsetzen tut er sich nicht, ne? So ein bisschen so lala bisher. Na gut, aber, ne? Ziel ist jetzt erstmal gegen Bremen reinzuschalten. Den Spiel haben wir 4-1 verloren. Nee, Quatsch, 4-1 gewonnen, glaube ich. 4-1 gewonnen müsste das gewesen sein. Come on. Wenn wir das nochmal tun, könnten wir super. Glanzparade Pavlenka. Come on, Leute. Come on. Grifo macht mal wieder ein Tor. Das 4. am 28. Spieltag. Ewigkeit nicht getroffen. Let's go. Aber ein wichtiges nehmen wir mit. Wenn wir jetzt irgendwie die 0 halten können oder noch ein 2. machen.
Flecken. Come on. Kriegt noch eine gelbe wegen Zeitspiel, aber das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Definitiv. Und dann ist gegen Schalke auch noch so ein Must-Win-Ding, ne? Definitiv. Nee, Boxkampf haben wir nicht. Machen wir nicht. Jonathan Schmid durch Vertragssituation unzufrieden. Das ist aber schade, wa? Das ist aber schade. Bin ja gar nicht schadenfroh jetzt. Das ist aber Kevin schade. Haha. Hihi. Haha. Hihi. Salazar fällt aus. Nee. Macht ruhig. Nehmt den. Gut, die Aue vor gegen Schalke gehen wir mal ganz kurz in eine Pause. Also eine ganz kurze. Hoffentlich. Jetzt wollen wir bereit für Schalke. Schalke. Oh no. Ja, ist mir egal. Er ist am Ende der Saison sowieso weg. Ist ja nicht so, dass ich versuche, irgendwie einen Gegenvertrag anzubieten oder so, ne? Das ist halt so, weiß ich nicht. Das ist halt für ihn jetzt, findet er einen anderen Verein oder findet er gar keinen Verein? Das sind halt so die zwei Möglichkeiten im Raum stehen. Nicht so, okay, bleibt er oder geht er? Also wirklich nur, wo ist er, nachdem der Vertrag bei uns ausläuft? Beim Arbeitsamt oder bei einem anderen Verein? Christian Duke. Also die B wird echt lang wieder ganz schön voll, ne? So spätestens am Ende der Saison muss man, glaube ich, mal komplett ausmisten. Nicht nachtragen, das ist auch okay eigentlich. Nervenscharf, Publikumsliebling, das ist auch okay, Digga. Das ist nicht okay. Leipheld. Der kommt weg. Das ist gar nicht okay. Das ist bodenlos. Das ist, ne? Nee. Tschüss. So ein Ding ist das. So, die Stimmung ist ganz gut aktuell, ne? Wir haben jetzt auch gegen Bremen gewonnen, wenn auch eigentlich relativ knapp. War das 2-1? Ich glaube, es war 2-1, oder? Kann das sein? Weiß ich nicht mehr. Alzheimer des Grüßen. Vielleicht war es auch nur ein 1-0, irgendwie sowas. Aber wir haben knapp gewonnen. Aber wir haben gewonnen. Und das ist wichtig. Richtig und wichtig. Das ist nur die Frage. Können wir es gegen Schalke auch tun? Four sounds against the wall. Boah, in der zweiten Mannschaft ist die Stimmung aber anders wild. Alles Gute zum Geburtstag. Let's go. Wusste, dass er Geburtstag hat, deshalb kam ich heute hier hin, ne? Einfach der King. So, gut, dann haben wir hier nichts weiter, ne? Und wir machen nochmal hier Steuerbord, Backboard und dann geht's mit der Mannschaft. Salai hat 77 jetzt, ne? Der macht sich auf links tatsächlich. Der macht sich auf links. Hat jetzt tatsächlich den Griff ein bisschen verdrängt. Not bad. Ja, dann Abfahrt. I was like damn. 2-1 im Mitspiel gewonnen. Mal gucken, ob wir es jetzt zu Hause auch gewinnen. Wir haben Aufsteiger gewonnen, da können wir doch zu Hause gewinnen gegen sie, oder? Yes. Ginter mit seinem ersten Tor der Saison am 29. Spieltag. Hat er sich aber lang für Zeit gelassen. Aber nehmen wir mit. 2-0. What the shit. Kevin Schade. Mit dem zweiten. Seinem achten das zweite im Spiel. Glanzparade. So, Halbzeit. So, brauchen wir wieder den ganzen Stuhl wieder. Gut, Jong können wir mitnehmen, die Note, ne? I guess. Gregorisch hilft nichts, oder? Nee, das ist zu alt eigentlich. Eggestein würde noch gehen. Wir haben kein ZM dabei eigentlich. Röhl und dann wäre Salai. Soll so sein, wa? Gut. Lassen wir mal so, weil wenn wir jetzt zu wild werden, dann besteht noch die Gefahr, dass uns das Spiel kostet am Ende, ne? Also ich meine, die Gefahr besteht immer.
Weil wenn jetzt Salai und Doan voll reinscheißen, dann wäre das so, wobei Doan gerade eine 1,5 hatte. Aber sieht gut aus. Noch eine Glanzparade. Sack ist zu, 2-0. Nehmen wir so mit. Wir bleiben auf der 9. Wir haben 3 Punkte auf Hoffenheim und auf Augsburg und noch 3 Punkte in der Gladbach jetzt. Wir sind in Schlagreichweite. Köln ist hinter uns. Wenn wir gegen sie gewinnen würden, würden sie das auch definitiv bleiben, glaube ich. So, wie stehen die Jugendmannschaften eigentlich da? Die A, Aufstiegsplatz, die B könnte sich halten. Die B könnte sich halten. Die Reserve steigt immerhin nicht ab, Stand jetzt. Was ja auch schon mal gut ist. Auch das ist ja schon mal ganz nice. I walk alone, I walk alone. Doan hat alle Trainingsziele erreicht. Dann hat er es 100% auf RM, ne? So, dann haben wir jetzt noch Köln, Leipzig, die sind vor uns. Die können wir auch noch snacken, theoretisch. Das sind nur 6 Punkte, in Anführungszeichen. Union, die sind hinter uns. Wolfsburg, auch vor uns. Theoretisch auch noch machbar mit 8 Punkten, ne? Aber tough. Eintracht mit 9 Punkten, auch noch machbar, aber Eintracht ist schon sehr tough. Dortmund geht nicht. Dortmund geht literally rechnerisch nicht. Alles andere, Dritter wäre theoretisch noch drin. Ist es realistisch? Nee, nicht unbedingt. Aber wir wollen natürlich einfach nur das beste Finish possible hinlegen. Das ist so das Ziel. Höfler ist immerhin nur angeschlagen jetzt. Was auch nice ist. Baschtürk. Biong, 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 biong. Lukas Herter. Glaubst du, ist hart, aber Lukas ist hart. Ja, der ist okay. Der ist auch okay. In der A ist das völlig in Ordnung, wenn wir auch ein paar bekommen, die okay sind, ne? Weil da haben wir halt noch, da haben wir noch Luft, ne? Da haben wir noch Luft, da haben wir noch Platz, da geht noch was. Nochmal dabei sein, mal wieder frei sein. Ne? So ein Ding. Gut. Wenn wir jetzt echt nochmal eine gute Serie hinlegen könnten zum Ende, wäre das super nice. Das könnte uns wirklich nochmal die Platzierung da am Ende retten. Immerhin theoretisch kann es so sein, dass absolut nichts bringt, ne? Weil wenn vor uns keiner liegen lässt, jetzt so angenommen, also theoretisch wahrscheinlich muss irgendwer liegen lassen, weil die Wahrscheinlichkeit recht gut ist, dass ein oder zwei Mannschaften, die in Schlagreichweite liegen, noch irgendwie gegeneinander spielen. Das heißt, entweder müssen da beide oder einer liegen lassen, ne? Das ist dann rechnerisch einfach nicht anders möglich. Aber wenn die zumindest alle die meistmöglichen Punkte holen in der Gesamtheit, dann schaffen wir es auch nicht höher, ne? Dann geht halt nichts mehr. So, jetzt aber gegen Köln. Come on, Leute. In Köln. Gelb für Köln. Gelb für Freiburg. Schade. 1-0. Gregoritsch. Nur sein drittes Tor. Eigentlich eine gute Form. Er hat eigentlich eine gute Saison gespielt, aber irgendwie nur ein drittes Saisontor. Das ist ja weird. Ein 2-0 wäre super. Und keine Gelb-Rote für Kevin Schade wäre auch super. Okay. Eins von beiden ist bisher in Erfüllung gegangen. Wir nehmen Schade runter und bringen Höhler. Abfahrt. Yes! Roland Salai mit dem ersten Tor. CK mit der Vorlage. Guck mal, jetzt ein drittes und dann ist der Sack zu, oder? Gregoritsch jetzt mit der gelben. Rote Karte für Köln. Das ist 3-0 und das sagt zu. Wenn es nicht mit der roten schon war, dann ist es jetzt Jonathan Schmid. Der Sack. Let's go. 3-0 gegen Köln. Wir gehen auf die 8. Gladbach lässt direkt liegen. Gegen Stuttgart. So, wir haben einen Punkt auf Mainz, einen Punkt auf Leverkusen, 6 auf Leipzig. Das Ding ist, wir spielen jetzt gegen Leipzig. Sollten wir,
Und das ist jetzt wieder ganz viel hätte, wäre, wenn und aber. Beines Meister. Bodenlos. Ganz viel hätte, wäre, wenn und aber. Sollten wir es schaffen, gegen Leipzig zu gewinnen? Ist plötzlich auch noch der fünfte gar nicht so unrealistisch. Weil wir potenziell an Leverkusen und oder Mainz, also ich sag mal, die Chancen stehen ganz gut, dass wir zumindest an einem von beiden vorbeiziehen, wenn wir gegen Leipzig gewinnen. Und damit sind wir dann auch wieder in 3-Punkte-Reichweite auf Leipzig selbst. No? Und mit Wolfsburg genauso. Ich meine, gut, wir haben jetzt aktuell immer noch 8 Punkte auf Wolfsburg, aber wenn wir gegen sie gewinnen, holen wir halt 3 Punkte auf, ne? Logisch. Aber wie gesagt, das ist ganz viel hätte, wäre, wenn und aber. Losing my mind. Losing my side. Losing my mind. Höfler, ja. Keine Ahnung. Mittelfeld? Was haben wir geholt? Mittelstädt und? Wen haben wir denn noch geholt? Was ist ein Z, den wir noch geholt haben? Ich bin mir nicht mehr sicher. Das kostet 3,75. Das Jugendzentrum war nicht so günstig, ne? Das Hotel? Medizinische Abteil? Was? Okay, im Moment. Müssen wir was renovieren? Nee. Okay, was ist denn günstig? Schulungszentrum. Dann nehmen wir das doch mit. Ein bisschen Geld zu investieren ist ja nicht verkehrt, aber ne, zu teuer ist jetzt auch nicht so geil. Und wir nehmen jetzt Höfler auf die Bank. Let's go. Let's go. Höfler ist halbwegs back. Zumindest in der Theorie ist das. Also in der Praxis auch, ne? Aber muss ich natürlich jetzt erstmal wieder reinspielen. Aber könnt ihr natürlich in den wichtigen letzten Spielen wieder am Start sein und vielleicht auch den Unterschied machen. Huch. Nein, den Kader soll er nicht. So. An sich, die Teamdynamik ist ganz gut eigentlich, ne? Die Stimmung ist eigentlich auch wieder super aktuell. Ich meine, gut, wir haben jetzt 3 Siege in Folge. Wie gesagt, wenn wir jetzt... Boah, ich glaube, wir sollten eine Siegprämie machen gegen Leipzig, ne? Ich glaube, eine Siegprämie ist sinnvoll. Machen gleich die vollen 50 an. Ne, machen wir 30. Machen wir 30 gegen Leipzig. 30 gegen Leipzig, 50 gegen Wolfsburg. Sugar. Ist das wichtigste Spiel des Jahres? Nee, ne? Nee. Da eher Wolfsburg oder Frankfurt. Das wird vor allem zunehmend tougher, ne? Mal Union ausgeklammert. Zu Hause gegen Leipzig. Komm mal, Leute. Willi Orban verletzt. Gregoritsch verletzt. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Glanzparade Lafont. Come on, Leute. Wo ist Kevin Schade? Wo ist er? Ah, 0-0 zur Halbzeit. 3 gelbe Karten schon für Leipzig, ne? Wenn sie jetzt eine gelb-rote kassieren, dann haben wir verloren. Safe. Come on, Leute. Lass mir einen Treffer vielleicht für uns? Nee. Ich meine, sicher ist ein 0-0 gegen Leipzig nicht verkehrt, ne? Aber macht es natürlich jetzt tough, an denen vorbeizusehen. Jetzt haben wir nur noch 6 Punkte. Wir haben immer noch 7 auf Leipzig. Wir haben auf Wolfsburg aufgeholt. Wolfsburg hat liegen lassen, tatsächlich. Sind aber noch in Schlagreichen für Gladbach und Mainz. Das Ding ist halt jetzt ist halt Union, was noch gut machbar ist, denke ich. Aber dann kommt Wolfsburg und Eintracht, ne? Ist halt die Frage, dass wir jetzt mit 9 Punkten aus den Spielen rausgehen, ist halt sehr unwahrscheinlich.